Um Sedimentation zu verstehen in der medizinischen Physik, gerade wenn es bei Zentrifugen oder irgendwelchen Absetzvorgängen darum geht, nochmal ganz kurz zum Begriff. Sedimentation bedeutet absetzen. Also Sedimente sind Gesteine, die sich im Laufe langer Zeiten dadurch gebildet haben, dass sie sich zum Beispiel in Wasser abgesetzt haben. Also härtere Partikel in weicheren Partikeln setzen sich irgendwann ab. Das kennen wir alle von Dreckpfützen. Da bleibt zum Schluss unten das sogenannte Sediment. Das muss nicht hart sein, weil es ja noch. Naja, gut. Um das besser zu verstehen, müssen wir uns nochmal mit zwei unterschiedlichen Kräften beschäftigen. Und zwar, wir stellen uns mal ein Auto vor, das fährt mit gleichbleibender Geschwindigkeit. Das heißt, ich lasse jetzt mal die Gewichtskraft und Auftriebskraft oder ähnliche, die lasse ich mal weg. Wenn ein Auto sich also gleichbleibend geradlinig fortbewegt, dann ist die Summe aller Kräfte, die auf das Auto treffen, null. Das heißt also, die Kraft, die es vorwärts, deswegen habe ich Fv mal angeschrieben, treibt, ist genauso groß wie die Widerstandskraft, Fw. Das gilt auch beim Flugzeug. Auch jetzt hier mal weggelassen, Auftrieb und Gewichtskraft mal vollkommen außer Acht gelassen. Wenn das gleichmäßig schnell sich bewegt, dann ist die Schubkraft, die hier aus den Triebwerken kommt, gleich der gesamten Widerstandskraft. Ich habe jetzt hier mal den Schwerpunkt einfach hier unten reingelegt. Das ist jetzt nicht so schlimm. Jetzt betrachten wir die Sache mal nicht horizontal, sondern mal vertikal. Wir nehmen mal einen Fallschirmspringer, der ist irgendwo rausgehüpft und irgendwann hat er eine gleichbleibende Abwärtsgeschwindigkeit. Das heißt, da haben sich die Gewichtskraft des Fallschirmspringers und die Widerstandskräfte, im Allgemeinen der Luftwiderstand, so dermaßen eingepegelt, dass die beide gleich sind. Also das eine ist gleich dem anderen. Ziemlich ganz genau. Von der Länge her könnte ich es als Vektoren so bezeichnen, dann sind die Pfeile gleich lang. Bloß eben mit unterschiedlichen Richtungssinn. Ne? Jetzt gehen wir mal ins Wasser. Da guckt man dann hier auf den Link. Das Video wartet hier. Ihr könnt da ruhig mal raufklicken kurz. Wir haben mal ausgerechnet mit den Schülern, wenn Graf Dracula damals wirklich in der Kiste, also in einem Sarg ausgesetzt worden wäre, würde der Sarg dann wirklich genug Auftriebskraft aufbringen, um den ganzen Dracula da über Wasser zu halten. Guckt ruhig mal drauf, ein ziemlich interessantes Ergebnis. Man kann das über die verdrängte Wassermenge, also so tief wie die Kiste eintaucht und die Dichte des verdrängten Mediums, also hier ist es Wasser, ausrechnen. Zum Beispiel, die Auftriebskraft beträgt dann Rho, die Dichte von Wasser, mal pardon. Das verdrängte Volumen des Wassers, also so weit wie die Kiste eintaucht, mal Erdbeschleunigung. Mal ganz kurz eingesetzt, ergibt sich 2000 Newton. Zum Beispiel, wenn ich habe hier FA wie F, Auftrieb, von 200 Litern verdrängtem Volumen. Das sind schon 2000 Newton. Zufälligerweise bei Wasser entspricht das 2000 Kilogramm, 200 Kilogramm Wasser, die da verdrängt wurden. Naja. Jetzt nehmen wir uns mal ein U-Boot. Das U-Boot schwimmt noch, ist über Wasser und es schwimmt, weil ein Teil des U-Bootes unter Wasser Wasser verdrängt. Das, soweit wie es eintaucht unter die Wasserlinie, ist das verdrängte Volumen. Jetzt hat das U-Boot eine bestimmte Gewichtskraft und es hat eine gewisse Auftriebskraft. Man sagt dazu übrigens statischer Auftrieb, also der ruhende Auftrieb, auch wie bei Heißluftballons oder wenn eben Dracula in seiner Kiste da schwimmt. Der dynamische Auftrieb bei Flugzeugen ist was anderes. Der entsteht durch Umströmungen von Flächen. Darauf kommt es nicht an. Und wenn ich jetzt sage, okay, das Boot schwimmt noch, ohne dass da jemand sagt, tauchen, dann ist FA gleich FG, von der Größe her. Wenn der Kommandant jetzt brüllt, tauchen, und das U-Boot ist eine ganze Weile jetzt schon unter Wasser und taucht immer tiefer, dann tauchte es deswegen, weil FG immer noch größer war als FA. Aber irgendwann mit der Zeit stellt sich, wie bei den Fallschirmspringern auch, noch zusätzlich eine Widerstandskraft ein. Das U-Boot wird also gleichmäßig absinken. Absinken, das U-Boot selber wird sedimentieren. Ich mache jetzt hier an dieser Stelle mal ganz kurz eine Pause und ich halte sogar das Video an. Ich werde gleich hier den Link einfügen zum zweiten Teil, sonst wird das zu lange hier. Also, wir können hier ruhig mal ranschreiben, das ist 0 und dann kommt Nummer 1. Bis gleich.